es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir stehen hier in der Badehose im Regen. Und beim letzten Mal sind wir ein bisschen über die Gauerebene gegangen, haben Juju gerettet und haben jetzt seine große Schwester Schala getroffen, die uns erzählt hat, dass Colony 6 scheinbar angegriffen wurde. Und das wollen wir uns nochmal genauer anhören. In diesem krassen Lager hier. Aber zuerst reden wir mit Olga. Ich habe in Colony 6 Medizin verkauft. Ich bin so froh, dass mein Wissen den Leuten hier helfen kann. Das ist eine coole Sache. Hallo Händler. Hast du irgendwas krasses, cooles? Irgendwas voll krass cooles? Waffen für Ryan. Oh, da wäre sogar eine Waffe für Ryan, aber da gehen keine Juwelen rein und nur der Autoangriff wäre ein bisschen besser. Und eine Waffe, die niemand ausrüsten kann. Ist das etwa ein Hinweis auf etwas? Und jetzt ist so ziemlich... Ja, ich glaube, die Sachen hatte der andere Händler auch, den wir im letzten Part gesehen haben. Vielleicht kaufe ich hier doch noch irgendwann Ausrüstung. Oh! Du hast Technikbücher. Wow. Wie es einfach übelst spoilert. Erweitert Schalas Technikstufe. Cool. Okay. Ich weiß nicht, das Spiel hat euch gespoilert. Wir kriegen Schalal an die Party. Aura-Explosion. Ich habe den Drang alle zu kaufen. Haben wir genug Geld? Ich probiere es einfach. Ja. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay, dann können wir uns keine Rüstungen holen. So, können wir das denn schon benutzen? Wie ging das denn? Wird es automatisch benutzt? Müssen wir es benutzen? Ich hoffe das, ich krieg das hin. So, Wachdienst. Erweitert Ryans Technikstufe lesen. Yeah, so. Schulk. Ich glaube, das ist teilweise eine Technik, die wir gar nicht haben, oder? Schala. So. Schritt für Schritt. Okay, schauen wir mal, ob wir es irgendwo bei Ryan sehen können. Aber Schulk sehen wir jetzt auch hier unten. Beim Klingenstrom, genau. Ihr seht ja die anderen Techniken können wir alle nur bis Level 4 aufleveln. Ja, man sieht auch da oben bei den Nummern für Stufe 5, 6 und 7 muss man dieses Technikbuch gelesen haben. Das haben wir jetzt gelesen, aber ich bin bei Klingenstrom. Deswegen können wir Klingenstrom jetzt bis Level 7 aufleveln, wenn wir genug Punkte haben. Und ihr seht schon hinten, für Stufe 8, 9, 10 braucht man nochmal so ein dickes Buch. Genau. So kriegt man die Techniken eben noch weiter hochgelevelt. So, aber zuerst möchte ich Schild leveln. Yay, Schild leveln. Wuhu. So, Ryan. Ich habe 700 Punkte. Ich weiß noch nicht so genau, was ich bei Ryan alles drin lassen werde, weil ich habe in Erinnerung, dass er ultra viele Techniken hat. Wir warten erstmal ab bei Ryan. So, wen haben wir hier? Arda. Bei der Flucht sind mir meine Medikamente abhanden gekommen. Deshalb halte ich wieder mehr mit meinen Beschwerden zu kämpfen. Das ist nicht gut. Vielleicht kann Olga dir helfen. Oh, Pama. Nee. Pama mag nicht schlafen. Schlafen bringt böse Träume zurück. Oh, Pama, wir werden dir helfen. Irgendwie, irgendwann. Hi, Ivan. Ich rede ja nur ungern hinter andere Leute Rücken. Aber dieser Ernest ist schlimm. Lügt andauernd die Leute an. So verlogen ist er aber nicht immer gewesen. Vielleicht ist ihm etwas der Vergangenheit widerfahren. Ernest? Das war der Typ, der uns erzählt hat, dass es diese unendliche Ätherader geben würde, wo wir auch die Mission bekommen haben. Ha. Der Sache müssen wir auf jeden Fall auf den Grund gehen. Hallo, Anna. In dieser Höhle ist die Luft viel zu feucht. Ich hasse es. Meine Frisur sieht schrecklich aus deswegen. Du hast eine Mütze auf, Kind. Du hast eine Mütze auf. Ja. Kiroki. Hab Zoff mit Freund. Hab sein Spielzeug putz gemacht. Das ist nicht gut. Vertragt euch wieder. Nee. Madriona. Entschuldigt bitte. Darf ich euch mit etwas behelligen? Kennt ihr den kleinen Noppon Parma? Ja. Er steht seit dem Angriff auf Colony 6 unter Schock. Beim Angriff hat er seine Eltern verloren, müsst ihr wissen. Ich möchte ihm irgendwie helfen. Er liebt Bilderbücher, deshalb will ich eins für ihn machen. Leider habe ich kein Talent, mir Geschichten auszudenken. Zum Glück ist auch der Schriftsteller Iwa mit uns geflohen. Ich möchte ihn bitten, mir zu helfen, aber ich weiß einfach nicht, wie ich ihn ansprechen soll. Das hört sich nicht gut an. Ich möchte doch nur, dass es allen gut geht. Wie kann ich Iwa nur um Hilfe bitten? Ich will mir gar nicht vorstellen, was dieses Kind durchmacht. Es ist unerträglich, Kinder allein zu sehen. So ist es. Ich würde Parma so gerne wieder lachen sehen. Dann können wir vielleicht irgendwie dabei helfen. Wir verstehen nur zu gut, wie man sich nach so einem Angriff fühlt. Wirklich? Würdet ihr für mich mit Ivan sprechen? Natürlich nur, wenn ihr Zeit dafür habt.
Natürlich, wir tun alles, um Parma zu helfen. Parma hat seine Eltern verloren. Um ihn zu trösten, soll ein Bilderbuch entstehen. Ob der Schriftsteller Ivan die Geschichte dazu schreiben möchte? Sprich mit Ivan. Ihr helft mir? Könntet ihr Ivan fragen, ob er mir bei dem Bilderbuch helfen würde? Vielen Dank. Gut, ich kümmere mich darum. Und zwar sofort, Ivan! Ivan! Hi, wir sind schon wieder da. Ihr wollt Parma ein Bilderbuch geben? Und ich soll die Geschichte dazu schreiben? Nicht so laut, er steht direkt nebendran. Wieso sollte ich das tun? Ich schreibe nicht mehr. Ich bin ein Nichtsnutz. Und ich werde auch in Zukunft nichts mehr zu Papier bringen. Nun gut, wenn ihr wirklich darauf besteht. Aber ihr müsst mir vorher ein paar Ponyonacken bringen. Du willst Pferdenacken haben, das ist ziemlich... Okay, aus ihnen lässt sich hochwertige Tinte gewinnen. Na gut, deswegen, okay. Aber ich glaube nicht, dass euch das gelingen wird. Ich glaube schon. Lasst es lieber bleiben, wenn ihr euch nicht verletzen wollt. Keine Sorge, wir sind professionelle Ponykiller. Auch wenn wir nicht so aussehen. Hi, Schala. Und Jojo. Harmoniegespräch. Das will ich führen können. Überraschung. Hey, Schala. Unser Zuhause, Colony 6, wurde von der Mekons angegriffen. Würdet ihr mir einen Augenblick zuhören? Nun gut. We had already fought off the Mekon a year ago. At the Battle of Sword Valley. It left us with a full sense of security. The Colony 6 Defense Force didn't even notice the approaching Mekon. By the time the air raid siren sounded, a swarm of Mekon had blackened the sky. They ate people and burned our buildings. Me and Juju dedicated ourselves to evacuating the children and elderly. I don't know what happened next. It's just like what happened to Colony 9. They attacked your colony as well. Yes. It's good that you managed to evacuate so many. We have Atharon, the Colonel, to thank for that. Him and Gaddo. This Gaddo? He would have been my husband by now if not for all this. Cheer up, you two. We can't lose hope just yet. I'm certain Gaddo and the other soldiers are alive. They're still fighting. I can feel it. You're on your way to Colony 6, right? You bet. We're up for some revenge. I bet we can even get your colony back. There you go, showing off again. If anyone can do it, it's you two. Could you take me with you to the colony? Juju! The people here need us! How many times do I have to tell you? But you heard! The Mekon attacked Colony 9! That means a load of them have left Colony 6 already! It has to! Even if that's true... No, especially if it's true. We cannot expose the camp to any more danger. So... You don't care what happens to the people in the colony? How can you be so heartless? Are you that scared of the Mekon? Oi, kid! Ryan! You ought to know how Sharla feels. Watch your mouth and have some respect. I'll go and make dinner. Maybe I was too hard on him. Shulk? Ryan, you really remind me of Gaddo when you get angry. I do? Gaddo's taken care of us ever since we were young. I always saw him as a big brother, really. But he was more of a father to Juju. Sie hat ihn als großen Bruder gesehen, aber jetzt wollte sie ihn heiraten.
Ich sag nichts dazu. He'd call him kid whenever he told him off, just like you did. I don't think I'm ready to be someone's old man just yet. Where's Shulk? Did it happen again? Yeah. You had another vision. Oh no! No! Juju! He's gone. He's going to Colony 6 on his own. Stupid kid. We have to hurry. Something bad's gonna happen. What did you see? A deep valley. Everything's engulfed in flames. There's a black shadow. It kills Juju. Is it the Mekon with the metal face? Yeah. Where does it happen? Is it near Colony 6? I'm not sure. I think so. Let's get after him, Shulk! Hold on a second! What was all that about? I know you won't believe this, but Shulk can see the future. The future? That's not possible. That's what I thought too. I still can't explain this. But that vision I had will come true unless we stop it. So you're telling me Juju's in danger? Believe it or don't believe it, that's your call. But I wouldn't be standing here if it weren't for Shulk's visions. Juju. Oh, okay. I can't say I believe you. But what have I got to lose? I like the way you think. Sharla, you're... What? No, nothing. Oh. What are you doing? Let's go and find Juju. When you talk like that, you sound just like Gaddo. That's how I know it's not worth arguing. What am I, some kind of Gaddo substitute? Charlotte, I saw it in the vision, but I can't stop her coming with us. I don't know how I can protect her, but I have to do it. I will change the future. Oh mein Gott, wir haben eine Heilerin in der Party. Endlich! Endlich! Oh, jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles gut, Leute. Jetzt wird alles gut. Wir müssen nur Juju retten. Dann ist alles gut. Achte auf Stärkungen und Schwächungen im Kampf. Stärkende Effekte werden Stärkungen, schwächende Effekte werden Schwächungen genannt. Nein! Also manchmal, ne? Unterstütze deine Gefährten mit Stärkungen. Schwächungen sollten so schnell wie möglich kuriert werden. Charlas Reinigungsschuss heilt bestehende Schwächungen und schützt vor zukünftigen. Ja, Schwächungen im Sinne von Statusveränderung, Vergiftung, Verbrennung und so ein Kram. Beispiele für Stärkungen, physische Barriere, Schadensimmunität, Beispiele für Schwächungen, Schlaf, Blutung, ja, das übliche Rollenspiel-Krams halt. Charla! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Willst du eine andere Mütze haben? Ich hab dir extra was aufgehoben, das schlecht ist. Anderes Oberteil, die auch alle schlecht sind. Handschuhe? Wozu habe ich die Sachen aufgehoben, wenn sie sowieso alle schlecht sind? Ach, sie bessere Ausrüstung als wir. Hätte die Sachen noch verkaufen können. Ich hätte extra aufgehoben, weil ich wusste, dass sie bald kommt. Nee. Na gut, dann halt nix. Aber warte, wir können Juwelen geben. Du bekommst Juwelen. Du bekommst... Haben wir KP? Ja, KP. Aber sowas von. Heilerin darf niemals sterben. Niemals. Langsamresistenz. Giftschutz. Giftschutz. Wir haben momentan nicht allzu viel Auswahl. Von daher... So... Wir werden jetzt sowas von Sidequesten. Ich zerstöre gerade wieder die Dramatik der Haupthandlung. Es tut mir leid. Sidequest-Time. Yay. Wir konnten eigentlich mit Charla spielen. Wir konnten uns generell mal ihre ganzen Techniken angucken. Ich konnte mal ihre Technikbücher lesen. Ich muss ihren Talentbaum einstellen. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Es wird dauern. So.
Erstmal die Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen. So, dann Techniken. Schala, was kannst du denn momentan? Du kannst schon ganz schön viel. Du kannst den Donnerschuss, das ist ein Angriff. Reinigungsschuss tickt Schwächungen. Das ist dieses, also gegen Verbrennung und sowas. Heilsalve. Geschoss mit Äther, das die KP eines Gefährten stark heilt. Heilschuss, das die KP eines Gefährten heilt. Einer steht 250 ungefähr und hier, sagen wir mal 450, okay. Schildschuss erzeugt eine Ätherbarriere, die Schaden absorbiert. Das habe ich, glaube ich, nicht so oft benutzt. Narkose. Feind einschläfern, naja. Metallsalve. So, ich möchte jetzt aber erstmal, konnte ich die nicht irgendwie... Ja. Oh mein Gott, ich möchte Ordnung! Ordnung! Ordnung, kann ich das da... Aha. Dankeschön. So. So, leichte Heilung, krasse Heilung, Gegengift, Schutzschild. Schwankenangriff. Aber so. So, so, okay. Schwankenangriff, krasser Angriff, Schlafangriff. Was leveln wir bei dir? Die braucht 25 Sekunden zum Aufladen und die andere braucht 90 Sekunden zum Aufladen. Dann level ich erstmal die kleine Heilung. Wobei die Frage ist, ob ich die ganz am Ende überhaupt noch drin haben werde, wenn sie eh krassere Heilung lernt. Und ob ich nicht lieber die level. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie viel bringt das hier denn? Oh, es wird 7 Sekunden schneller. Okay, das ist einiges. Dann leveln wir die krasse Heilung erstmal. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. Na gut, immerhin ein bisschen was. Schala! Wollte ich dich hier lassen? Ich guck's echt bei jeder Aufnahmesession nach, nicht wahr? Halt KP, KP. Gruppen, ja, auf jeden Fall mal die KP-Dinger hier. Schala. So. Du hast die mittlere Rüstung, okay. Heilungstechniken werden in Angriffstechniken. Ketten stärker. Das brauchen wir nicht unbedingt, weil ich eigentlich selten heile in Angriffsketten. Ich würde sie eigentlich eher zum draufhauen. Erhöht die Reichweite von Fernangriffen. Joa. Erhöht die Agilität. Joa. Schnelles Aufladen. Das wäre natürlich cool. Physische Abwehr. Ätherkraft. Physische Abwehr. Ätherkraft. Ich will jetzt abkühlen. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Äthertechniken. Am Anfang eine Barriere, mittlere Rüstung, Mut, schwere Rüstung. Okay, ich lasse sie da links. Ich lasse sie erstmal da links. Können wir hier schon irgendwas verknüpfen? Ja. Nein, denn Choke hat kein Viereck. Hat Ryan ein Viereck für dich? Nein. So viel dazu. So viel dazu. So, eigentlich könnte ich mal ein bisschen mit Schala spielen. Ja, warum nicht? Spielen wir mal ein bisschen als Schala. So. Quests. Quests, Quests, Quests. Wo fangen wir an mit den Quests? Ich würde sogar sagen, wir gehen voll krass zurück und rennen nochmal durch Kolonie 9, denn ich weiß, dass wir hier noch Quests hatten. Wir können nicht... Ah, das Spiel lässt uns nicht. Das Spiel lässt uns nicht zurück gerade. Na gut, es ist aber auch gerade dramatische Handlung. Wir müssen Juju retten. Aber ich glaube, wir können zumindest hier questen. Vielleicht können wir die Ponys killen, damit Ivan seine Tinte bekommt und ihr an dem Bilderbuch für Parma arbeiten können. Denn das ist mir sehr wichtig. Denn Parma sah wirklich sehr, sehr traurig aus. Das können wir nicht zulassen. So, Wassernebula. Ich greife dich jetzt einfach voll krass an. Wenn ich drankomme. Ja, wir kommen dran. Okay. Bring ich dich zum Schwanken. Und schieß dich ab. Haha, und yeah. Ich find's cool, dass mal eine Heilerin mit einem Gewehr. Gibt's auch nicht allzu oft. Yay! Und da ihre Angriffstechnik so unglaublich lange aufladen, ist es so unglaublich lang, unglaublich spannend, Schala zu spielen. Wir können Ryan mal heilen. So. Wir können auch die krasse Heilung benutzen. Ja. Tada! Und hier wieder draufhauen. Er hält ganz schön viel aus, aber der ist auch Level 17, okay. Dann ist das ja zu verstehen. Die Heilung lädt sich sogar schneller auf als die von Schulke, das Gefühl. Das ist schon mal sehr schön. Und Ryan heilen. Der schön tanky ist, wie es sich gehört. So. Ja, wenn Schala ein paar Techniken hatte, muss sie ihre Waffe immer abkühlen. Das ist sehr, sehr nervig. Okay, jetzt ist die Waffe abgekühlt. Jetzt kann sie wieder angreifen.
Sehr schön. Plopp. Und plopp. So, Ryan heilen. Okay. Und. Ja. Kriegen sie es noch kaputt irgendwann? Können wir sie eigentlich. Ich glaube, wir konnten die Waffe auch genau. Wir können sie auch zwischendrin mal abkühlen, wenn wir eh gerade nichts zu tun haben, so ungefähr. Kann man die Waffe runterkühlen. Oder wenn es ganz hoch ist. Also, seht ihr diesen Balken, der da hoch geht in der Mitte? Huch. Wenn der Feuer alleine ganz oben ist, dann kühlt sie automatisch ab. Aber man kann es quasi auch selber machen und es so taktisch ein bisschen. Angeschickteren Punkten machen. So, ich drehe mich gerade 10.000 Mal im Kreis. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Diese Richtung. Leichter Igler. Na dann, hauen wir mal drauf. Oh, ich habe eigentlich den anderen anvisiert gehabt. Nein, nicht die da hinten, die hier. So, Ryan, kannst du mal die Feinde auf dich ziehen? Bitte nicht auf mich. Dankeschön. Wir könnten mal eine Angriffskette machen. Einfach, weil wir es können. Rosa? Machen wir eine Rosa-Kette. Hat Ryan überhaupt Rosa-Attacken? Nein, dann machen wir die krasse neue Schwertramme. Haha. Und Backslash. Kette verlängern? Nein. Schade. Schade. So, Schlafschuss. Oh, er ist sogar eingeschlafen. Und dann heilen wir uns mal selber und heilen hier mit Ryan. Ach, zwei Heiltechniken. Ist das nicht ultra cool? Ich finde das ultra cool. Und die Waffe kühlen. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum-di-dum. Ja, wir brauchen echt irgendwas, das ihre Waffe besser abkühlt oder so. Das wäre schon cool. Das war, glaube ich, auch bei beiden Talenten, aber naja. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem, was ich jetzt ausgewählt habe. Kisten! Mit coolem Stuff. Eine Leggings war da dabei. Das ist schon mal gut. Okay, eine Leggings. Ryan, möchtest du eine Leggings haben? Eventuell, statt deinen Ledershorts. Nein, möchtest du nicht. Schurk, wirst du deine Badehose ablegen. Auch wenn das wirklich sehr traurig wäre. 81, 63. Ach, Schurk möchte leider seine Badehose ablegen. Je nachdem, wie das jetzt aussieht. Ja. Ist okay. Giftschutz, Tempo. Giftschutz hat das so drin. Giftschutz, so. Passt besser zu diesem Regenwetter hier auf jeden Fall, die lange Hose. Das auf jeden Fall. Oh. Sharla, do you know which way Juju went? There are quite a few ways to get there from here. But he's in a buggy, so I think he'll take Ragwell Bridge. Ragwell Bridge? It's not far. It's a really old bridge built around the time Colony 9 was founded. Okay, let's make that our next stop. Sounds like a plan. Sharla, you stay back. Leave any monsters up to me and Shulk. What? You think I can't pull my weight in battle? I've got field experience as a medic. If you get hurt, I can use Aether to patch you up. Nice. I'm always getting roughed up. You'll be a big help. Come on. Who put this barrier in the way? Oh, now the front suspension's all twisted up. Looks like I'll have to walk it. They're all cowards. I'll show them all. Ja, Juju, da war was im Weg. Ist klar, kannst einfach nicht fahren. Gib's einfach zu. So, wir Sidequesten. Wir Sidequesten, wir müssen noch Wölfe erledigen und Ponys. Die Wölfe gibt's nachts überall, hat der Reisende erzählt im letzten Part. Na, dann schauen wir nochmal. Ich muss das Harmoniegespräch da noch anquatschen, denn das haben wir noch nicht angequatscht. So, was haben wir hier? Armer. Wow, Level 77? Nope. Damit möchte ich mich nicht anlegen. Harmoniegespräch, hier. Das wir noch nicht führen können. Überraschung. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es keine Überraschung. Oase Roh. Waren wir hier schon oder waren wir hier noch nicht? Aber ich glaube, das ist die Oase, wo wir Juju getroffen hatten. Ich möchte die Sachen da hinten im Wasser holen. Die sehen so special aus, weil die so weit weg sind. Natürlich sind es ganz normale Items wie immer, aber
Da ist noch ein Weg auf der Map, aber ich glaube, der ist weiter oben. Ha, das möchte ich mir angucken. Da ist ein Nebula. Nee, keine Lust auf Nebulas. Die sind mir momentan noch zu anstrengend. So, da ist so ein winzig kleiner Pfad eingezeichnet auf der Map. Da möchte ich mal gucken, ob wir da irgendwie lang können. Wenn wir hier vorbeikommen an den ganzen Monstern. Zip. Okay. Aha, eine Höhle. Das sieht doch nach einem Secret aus. Finde ich. Finde ich. Da steht was davor. Wo, das könnte das Truthahnlager sein. Wir greifen sie einfach mal an. Ryan, rennt vor, du bist der Tank. Dankeschön. So. Könnt ihr das hier eigentlich mal testen? Verleiht einem Gefährten Schadensimmunität. Ryan, so. Hast du jetzt ein krasses Schutzschild? So. Ich werde den anderen mal einschläfern. So, dann können wir den da bekämpfen. Okay, dann werde ich die Waffe jetzt mal abkühlen, weil ich da eh nichts zu tun habe. Stopp. Okay. Dann Schurk heilen. Und Ryan heilen. Und den Truthahn abschießen. Okay. Klappt doch ganz gut mit Charla bisher. Aber ich muss sagen, also ich bin jemand, der eigentlich immer gerne mit verschiedenen Charas spielt, mit vielen Charas spielt. Mit Charla habe ich nicht allzu oft gespielt. Ich spiele eigentlich gerne Heiler, aber in dem Spiel hier irgendwie, naja. Muss nicht sein. Ich werde sie auch nicht in Bosskämpfen spielen. Das nicht. Jetzt hier so zum Rumquesten auf jeden Fall. Wächter-Truthahn. Ey, warum rennst du weg? Was bist du denn für ein Wächter? Du kannst einfach abhauen. Du kannst... Das ist das Truthahn-Hauptquartier. Okay. Ich weiß, dass hier ein Miniboss rumrennt. Ich weiß nur nicht, wo. Oh, oh. Wer hat uns gesehen? Du? 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 Oh Gott. Die ganze Armee hat uns gesehen. Okay. So, ich mach das... Oh Gott. Fängt ja gut an. Ich wollte gerade sagen, als Schadensimmunitätsdingen gleich mal auf mich selbst. Ja. Leute, könnte mir mal jemand helfen? Hallo? Schulk? Ryan? Hey? Ich bin ohnmächtig und werde verprügelt. Ja, und ich sterbe gleich. Mhm. Das ist mir bewusst. Ich kann nur niemanden warnen oder so. Dankeschön. Und heilen. Und nochmal heilen. Oh, wow. Vielleicht hätte ich nicht mit Charla hier reinrennen sollen. Wo sind die Jungs denn? Oh Gott, könnt ihr bitte mal bei... Warum rennen die denn da hinten hin? Ryan, nehmen wir mal ein paar Feinde ab. Bitte. Ja. Senkrechtschlag auf mich, der mich ohnmächtig macht. Das ist nicht so schön. Das ist absolut nicht schön. Jetzt tötet es mich sogar. Könnte mal irgendjemand hierher kommen, bitte? Nein. Ja, Ghetto hilft uns leider auch nicht mehr weiter jetzt, Schala. Kann mich jemand wiederbeleben? Dankeschön. Sehr nett. Sehr nett. So. Ihr habt das Gefühl, das könnte schief gehen. Könnte schief gehen. So ein bisschen. Ja, wow. Kann ich... Ah, hier ist Ryan erwischt. Ich wollte Schulk. Ich hab Schulk. Okay, vielen Dank. Schild. Und ein bisschen aufmuntern und... Das war, glaube ich, zu spät. Oh Gott. Ich glaube... Wir sterben gerade. Mhm. Das ist nicht schön. Nein. Ich glaube, meine Uhr ist der Part jetzt zu Ende. Das ist ein wundervoller Abschluss. Wir liegen tot am Boden. Spiel vorbei. Okay. Hey, Kopf hoch. Vielen Dank für diese tolle Trophäe. Und seht ihr da hinten die Lichter von McConnis am Himmel? Ich finde das immer ultra gruselig. Ultra gruselig, sage ich euch. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal rächen wir uns an den Truthähnen, indem wir vielleicht vorher noch ein, zwei Level machen oder so und danach hingehen.
Mal gucken. Jedenfalls geht's beim nächsten Mal Rache und Sidequests. Also dann. Ciao, ciao.